Morgen, heute wieder mal eine Folge von Best of the Vegan Industry und der Wunsch, ja, eine Eigenschaft eines anderen veganen YouTube-Kanals einfach nur zu loben. Einmal wirklich keine Kritik auszusprechen, was ich ja auch gerne mache und ich sage das ja immer wieder, es gibt bei jedem Kanal, inklusive meinen eigenen, Sachen, wo ich was kritisieren könnte und auch kritisiere. Sondern wirklich einfach mal das Positive herausstellen, ohne Wenn und Aber. Ja, das kann direkt was mit dem veganen Lifestyle zu tun haben oder eben auch auf andere Ebene liegen. Ne? Auf jeden Fall loben, das ist heutzutage viel zu selten gemacht wird. Also heute. Wer ist dran? Nicole von dem Kanal Vegan Power Girl. Für die Menschen, die den Kanal noch nicht kennen und da einige meiner Zuschauer ja nicht unbedingt aus dem veganen Lager kommen, sondern eher ja aus anderen Bereichen, kurz zu Nicole selber. Sie war früher Landwirtin und hat sich quasi von der Quelle der Fleischeslust, also der Arbeit mit den Tieren, ja im landwirtschaftlichen Kontext hin zu einer Veganerin entwickelt. Hier ist also eine Person, die nicht durch die Medien oder ja, durch den Trend vegan beeinflusst wurde, sondern ein Mensch, der wirklich ehrliche und authentische Erfahrungen mit den Tieren gemacht hat in der Landwirtschaft und wie sie da gehalten werden und ja und den Entstehungsprozess der tierischen Produkte, die wir dann sozusagen im Supermarkt finden. Und genau diese Authentizität, mit der Nicole selber wirklich auch Kontakt hatte, die gibt sie nun weiter und lässt ja, uns beinahe täglich an ihrem Gefühlsleben, an ihren Gedanken teilhaben, gibt kurze und praktische Tipps für den veganen Alltag und ja, ist so ein bisschen so das kleine süße vegane Tamagotchi am frühen Morgen, zumindest für einige. Inklusive mir. Aber die veganen Thematik sind nicht der Grund für die Nominierung heute, sondern dass Nicole einen puristischen und bescheidenen Lebensstil pflegt und das als Frau. Ihr wisst, ich bin total für Gleichberechtigung, es gibt aber einige Unterschiede und eben dieses puristische und dieses wirklich, dieses puristische, das richtige Wort, das als Frau, das finde ich extrem angenehm. Ich kannte vorher, bevor ich sie kennengelernt habe, nur einige Männer, die wirklich sehr bescheiden leben und sich auch wirklich auf das Notwendigste beschränken, unter anderem meinen eigenen Papa. Aber als Frau ist mir das bis dato eben noch nicht begegnet und da war ich sehr fasziniert von ihrem Kanal und ja, sie hat quasi die Dinge, die sie braucht und was sie nicht braucht, das hat sie nicht. Ne? Klingt logisch und das klingt sinnvoll, aber wie viele Menschen leben denn wirklich nach diesen Prinzipien und erliegen nicht den Versuchungen der Kommerzialisierung? Und mittlerweile sind es nicht nur die durch das Marketing gepushten Konditionierungen in unserem Gehirn, die an sich schon ausreichend dafür sind, dass der Großteil der Menschen ja, hemmungslos oder soll ich sagen eher besinnungslos den Konsum ohne dass dafür einen Grund gäbe, frönen, sondern es hat sich mittlerweile ja auch eine von den Konsumenten initiierte Gegenbewegung zu dieser puristischen Lebenseinstellung geformt. Den Menschen, die sich angegriffen fühlen, dass man ja, ihren gedankenlosen Konsum und deren Freude ja, quasi anprangert, indem man den Spiegel aufzeigt. Ja, und quasi genau wie die Raucher, die Alkoholiker oder eben die Fleischesser, ja, am Beginn einer neuen geistigen Evolutionsstufe, ja, dann auf die Barrikaden gehen. Ne? Denn das sind jetzt quasi, also die Raucher von gestern sind die Konsumjunkies von heute. Und ja, die gegen wirklich sind eine objektiv sinnvolle und vor allem bewusste Lebensweise wettern, ne? Die sich davon genervt fühlen. Und auch wenn es ja, sicher wieder einige Menschen gibt, die vermuten, dass da die Reichen und die Mächtigen wieder ihre Finger im Spiel haben und diesen Konsum verteidigen, um ja, die Wirtschaft und das ganze System, das Geldsystem am Laufen zu halten, so spricht derzeit wirklich alles dafür, wenn ich mich mit den Menschen unterhalte, dass es einfach wirklich die geistige Trägheit der Menschen ist, die hier eine Bremse einer sinnvollen gesellschaftlichen Entwicklung darstellen. Also das ist meine absolut persönliche Erfahrung. Und trotz der vielen Anfeindungen und trotz der medialen Beeinflussung, denen wir alle unterlegen sind, schafft es Nicole wirklich nicht nur ihr Ding durchzuziehen, das ist gar nicht mal so schwer, wenn man einmal die Ketten des Kommerzes abgesprengt hat und auch die Freiheit spürt, die damit einhergeht, sondern sie stellt sich auch weiter fast täglich der Öffentlichkeit und eben auch diesen Kritikern dieses puristischen Lebensstils, ne? Und ist nicht selten wirklich richtigen Anfeindungen und Beleidigungen ausgesetzt. Für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz klarer Fall für Best of the Vegan Industry. Ansonsten
Ansonsten hat es die Mission Vegan 5 wieder einmal geschafft, ein Level höher zu kraxeln. Wir sind weg hat ja den Staffelstab an Mojo D weitergegeben. Ihren Kanal findet ihr unten in der Infobox. Wer das Projekt noch nicht kennt, nur einmal ganz kurz zusammengefasst. Ich habe vor einigen Monaten angefangen, ein Gericht aus 5 Zutaten zu machen und die 5 Zutaten dann einfach an den nächsten weitergegeben, der eine Zutat austauschen darf und dann ein neues veganes Gericht daraus kreieren muss. Ja, und so hüpft das irgendwann größte vegane Kochbuch der Welt mit sehr vielen einfachen Rezepten von Kanal zu Kanal. Einfach um zu zeigen, wie einfach, kreativ und lustvoll die vegane Ernährung ist. Den Link zur Playlist findet ihr oben in den Infokarten oder auch dauerhaft immer in meiner Infobox. Das sind ja die ganzen Playlisten da. Und nun ist also auch die liebe Mojo D vom gleichnamigen Kanal dran. Sie hat die Avocado rausgeschmissen und ein Linsen-Möhren-Curry kreiert. Aufgrund der liebevollen Art der Mojo D akzeptiere ich auch, dass sie die Regeln ganz schön strapaziert hat. Den Link zum Rezept von ihr, den gibt's hier. Und ja, und auch der nächste Kanal, der dran ist, ist einer meiner absoluten Lieblinge, genauso wie ich Mojo D auch sehr, sehr gerne schaue. Und zwar ist das Manolo Floyd. Die haben in letzter Zeit ein bisschen ihre Videoproduktion ein bisschen eingestellt, aber Kanal schaue ich auch sehr gerne. Die sind jetzt als nächstes dran bei Mission Vegan 5. Von denen hatte ich übrigens damals das Rezept für das vegane Matt her. Und damit sind sie bei mir natürlich lebenslang ganz oben. Also noch einmal, fetten Respekt und ein dickes Lob an Nicole für das Darstellen ihrer puristischen Lebensart. Und ja, das Etablieren eines neuen von Bescheidenheit und Bewusstheit geprägten Lebensstils, der eben trotz seiner offensichtlichen Sinnhaftigkeit eben auch viele Menschen angreift, die eben nicht bereit sind mit der Gesellschaft sich weiterzuentwickeln und lieber in gewohnten Denk- und Lebensstrukturen verharrt. Daran ist auch nicht wirklich was auszusetzen, weil das nun mal die Art und Weise ist, wie wir funktionieren. Es bedarf immer wieder eines Impulses, sich zu ändern. Denn der Körper und der Geist automatisiert für sein Leben gern. Ne? Aber meine persönliche Empfindung ist es, wenn man der Dynamik des Universums, was ich für viele der spirituell anhört, ich gebe das zu, aber wenn man der Dynamik des Universums, was sich quasi täglich erneuert, und das ist zumindest Fakt, nicht folgt und sein Leben in starren, einmal festgelegten Strukturen hält, dann verpasst man die volle Qualität des Lebens zu erfassen und kostet diese Zeit mit einem menschlichen Bewusstsein, die wir nur einmal haben, nicht vollends aus. Reinkarnation mal ausgenommen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber von mir einen ganz klaren Daumen nach oben für diesen Aspekt dieses Kanals von Vegan Power Girl, also von Nicole. Und ja, wie steht ihr? Wie steht's mit euch? Kennt ihr den Kanal? Schaut ihr ihn auch gerne? Ja, was gibt's von eurer Seite dazu zu sagen? Und ist es so, dass die Kritikpunkte, die zweifelsohne existieren, das wisst ihr auch bei mir, dass ich da Sachen habe, wo ich nicht übereinstimme, aber die positiven, aufwiegen oder sind die positiven? Was ist eure Meinung dazu? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.